Kognitives Umstrukturieren. Kognitives Umstrukturieren basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie, die eine psychosoziale Intervention darstellt. Sie ist die am häufigsten verwendete evidenzbasierte Praxis zur Verbesserung der psychischen Gesundheit. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung persönlicher Bewältigungsstrategien, die auf die Lösung aktueller Probleme und die Änderung störender Muster in Kognitionen, wie zum Beispiel Gedanken, Überzeugungen und Einstellungen, sowie auf Verhaltensweisen und emotionale Regulierung abzielt. Die Grafik zeigt, wie sich Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen gegenseitig beeinflussen. Das Dreieck in der Mitte steht für die drei Kategorien der Grundüberzeugungen aller Menschen: Selbst, Andere und Zukunft. Die Grundannahmen in Bezug auf das Menschenbild sind, dass Menschen aktiv Umweltreize vor dem Hintergrund früherer Lernerfahrung bearbeiten, Erwartungen über Situationen, Handlungen und Konsequenzen bilden, ein kontrolliertes und planendes Ich haben und in der Lage sind, sich selbst zu regulieren und sich selbst zu reflektieren. Die kognitive Verhaltenstherapie basiert auf der Idee, dass unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen ständig interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Wie wir eine Situation interpretieren oder darüber nachdenken, bestimmt, wie wir fühlen, was dann wiederum bestimmt, wie wir reagieren. Den Prozess der kognitiven Umstrukturierung kann man mit folgendem Weg beschreiben: Identifizieren irrationaler Gedanken bzw. kognitiver Verzerrungen in drei Schritten. Schritt 1: Psychoedukation. Schritt 2: Das Wahrnehmen der Gedanken stärken. Schritt 3: Gedankenaufzeichnung. Anschließend beginnt das eigentliche Umstrukturieren, zu dem eine Vielzahl von Techniken zur Verfügung steht. Hier konzentrieren wir uns auf drei: Sokratische Befragung, Entkatastrophisieren, Gedanken vor Gericht stellen. Am Ende des Prozesses erfolgt eine umfangreiche Auswertung. Bevor wir in den Umsetzungsteil der kognitiven Strukturierung einsteigen, ist es für die Klienten wichtig zu verstehen, was kognitive Verzerrungen sind und wie stark sie die Stimmung beeinflussen. Beginnen Sie mit der Psychoedukation und beziehen Sie das kognitive Modell, in dem Sie irrationale, negative Gedanken, kognitive Verzerrungen, identifizieren. Das ist kniffliger, als es klingt. Kognitive Verzerrungen können ablaufen, ohne dass wir sie bemerken. Sie sind mehr als ein Reflex, als ein absichtliches Verhalten zu verstehen. Gedanken. Unsere Gehirne benutzen ständig Gedanken, um Interpretationen über die Welt um uns herum zu kreieren. Wenn wir etwas sehen, hören, berühren, riechen oder schmecken, sagen uns unsere Gedanken, was das alles bedeutet. Ohne Gedanken wären wir hoffnungslos verloren. Ein Teil des Denkens beinhaltet Annahmen über unsere Umgebung. Diese Annahmen können schädlich oder störend sein. Zum Beispiel könnte jemand annehmen, dass jeder, der auf sie zugeht, eine Bedrohung darstellt, sogar in einer völlig freundlichen Situation. Interessanterweise neigen Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen zu einer höheren Anzahl unbegründeter negativer Gedanken, die wir als irrationale Überzeugungen bezeichnen. Da wir ständig auf so viele Informationen stoßen, können wir nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen kleinen Prozentsatz unserer Gedanken achten. Viele unserer Gedanken geschehen automatisch und treten außerhalb unseres Bewusstseins auf, als wären sie ein Reflex. Diese heißen automatische Gedanken. Wenn ein Gedanke automatisch auftritt, können wir ihn nicht auf Wahrheit überprüfen, da wir nicht einmal wissen, dass er stattgefunden hat. Wir akzeptieren den Gedanken einfach als Wahrheit und machen weiter. Manchmal können Gedanken, die sowohl irrational als auch automatisch sind, dazu führen, dass wir eine negative Emotion erleben
ohne dass uns jemals bewusst wird, warum. Emotionen. Als Folge unserer Gedanken über eine Situation erleben wir Emotionen. Einige Forscher glauben, dass es 6 Grundemotionen gibt, die in verschiedener Intensität und Kombination eine breite Palette von Gefühlen erzeugen. Die grundlegenden Emotionen sind Liebe, Freude, Überraschung, Wut, Trauer und Angst. Wenn wir Emotionen erleben, erfahren unsere Körper eine Reihe von physiologischen Veränderungen. Zum Beispiel kann Angst den Körper dazu bringen, in die Kampf- oder Fluchtreaktion einzutreten, die eine erhöhte Herzfrequenz, Schwitzen und das Anspannen der Muskulatur zur Folge hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gedanken und Emotionen außerhalb unseres Bewusstseins auftreten können und dennoch unser Verhalten beeinflussen. Damit ist klar, wenn wir unser Verhalten ändern wollen, müssen wir üben, unsere Gedanken und Gefühle zu erkennen. Grundüberzeugungen. Die Gedanken, die wir in einer bestimmten Situation haben, werden von unseren Grundüberzeugungen beeinflusst. Dies sind Überzeugungen, die wir verinnerlicht haben und mit denen wir die Beschaffenheit der Welt beschreiben. Einige Beispiele für Grundüberzeugungen sind: Die Menschen sind im Grunde gut, ich bin nicht liebenswert, am Ende geht alles gut, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Grundüberzeugungen werden aus den einzigartigen persönlichen Erfahrungen einer Person entwickelt. Diese Überzeugungen sind jedoch nicht immer genau. Zum Beispiel könnte jemand, der als Kind von einem Elternteil misshandelt wurde, glauben, er sei nicht liebenswert, wobei das eigentliche Problem in dem Elternteil bestand. Kognitive Verzerrungen. Ungesunde Denkmuster, kognitive Verzerrungen genannt, können zur Verstärkung negativer Gedanken und Emotionen führen. Diese irrationalen Denkweisen können die Emotionen und Verhalten negativ beeinflussen. Jeder erlebt bis zu einem gewissen Grad kognitive Verzerrungen. Sie könnten also überrascht sein, wenn Sie sich mit einigen der nachfolgenden Beispiele identifizieren können. Einige Beispiele sind in den nächsten beiden Folien dargestellt. Vergrößerung oder auch Verkleinerung, zum Beispiel Übertreibung oder Herunterspielen der Wichtigkeit von Ereignissen. Beispielsweise sehen Sie, dass Ihre eigenen Leistungen unwichtig oder dass Ihre Fehler übermäßig wichtig sind. Katastrophisierung meint, Sie sehen nur die schlechtesten Ergebnisse einer Situation. Übergeneralisierung. Breite Interpretationen aus einem einzigen Ereignis. Ich empfand mich während meines ersten Vorstellungsgesprächs als peinlich. Ich bin immer so peinlich. Magisches Denken. Damit ist die Überzeugung gemeint, dass sich Handlungen nicht zusammenhängender Situationen beeinflussen werden. Ich bin eine gute Person. Schlechte Dinge sollten mir nicht passieren. Personalisierung ist der Glaube, dass man für Ereignisse außerhalb seiner eigenen Kontrollen verantwortlich ist. Meine Mutter ist immer verärgert. Das ist wohl so, weil ich nicht genug getan habe, um ihr zu helfen. Voreiliges Schlussfolgern heißt, dass die Bedeutung einer Situation mit wenigen oder keinem Beweis interpretiert wird. Zum Beispiel in Form von Gedankenlesen. Dabei werden die Gedanken und Überzeugungen anderer ohne angemessene Beweise interpretiert, wie etwa die Aussage: Sie würde nicht mit mir ausgehen. Sie denkt wahrscheinlich, dass ich hässlich bin. Eine andere Form ist das Wahrsagen. Wenn man also ohne ausreichende Beweise erwartet, dass eine Situation schlecht ausgehen wird. Emotional begründetes Denken verweist auf die Annahme, dass Emotionen die Art widerspiegeln, wie die Dinge wirklich sind. Ich fühle mich wie ein schlechter Freund, deshalb muss ich ein schlechter Freund sein. Das positive Ausschließen bedeutet, nur negative Aspekte einer Situation zu erkennen und das Positive zu ignorieren.
Man könnte viele Komplimente zu einer Aussage erhalten, aber man konzentriert sich auf das einzige Stück Kritik. Sollte Aussagen beziehen sich auf den Glauben, dass Dinge immer auf eine bestimmte Art und Weise sein müssen. Ich sollte niemals traurig sein. Alles oder nichts denken meint Denken in absoluten Werten wie immer, nie oder alle. Ich mache nie einen guten Job bei meiner Arbeit. Nach dem allgemeinen Verständnis des kognitiven Modells werden Ihre Klienten lernen, ihre eigenen kognitiven Verzerrungen zu identifizieren. Das braucht Übung. Es ist nicht natürlich, während eines Wutausbruchs anzuhalten und sich zu fragen, welche Gedanken haben mich in diesem Moment geführt? Um auf die wichtigsten kognitiven Verzerrungen einzugehen, beginnen Sie mit der Suche nach negativen Emotionen. Wann sind die Symptome von Depression, Wut oder Angst am schlimmsten? Wenn man Schwierigkeiten hat, seine Emotionen zu erkennen, konzentrieren Sie sich auf das Verhalten. Welches Verhalten wollen Sie ändern? Was löst diese Verhaltensweisen aus? Denken Sie an diese Situationen wie Alarme und warnen Sie, dass kognitive Verzerrungen aufkommen. Ein Beispiel für diese Alarmsituationen. Sie bemerken ein Gefühl der Angst, bevor Sie mit Freunden ausgehen. Das Herz rast und man beginnt zu schwitzen. Sie beginnen einen Streit mit Ihrem Partner, nachdem Sie sich mit Ihrem Chef getroffen haben. Die Streits beginnen immer mit etwas Kleinem, wie Hausarbeiten. Wenn eine große Hausarbeit in der Schule fällig wird, wird diese bis zur letzten Minute verschoben. Kleine Aufgaben sind kein Problem. Sie fühlen sich deprimiert, wenn Sie einen Abend allein verbringen müssen. Dabei fühlt man sich so, dass man es nicht aushalten kann. Auf diese Weise verbessern Sie das Bewusstsein Ihrer Klienten für Situationen, in denen kognitive Verzerrungen Ihre Stimmung und Ihr Verhalten beeinflussen. Je spezifischer Auslöser oder Situationen identifiziert werden können, desto leichter wird es, sie just in diesem Moment zu erkennen. Wenn Emotionen in Ihrem Klienten aufkommen oder wenn es ihm schwerfällt, diese zu identifizieren, besprechen Sie die Warnsignale mit dem Klienten. Wie fühlen oder verhalten Sie sich unmittelbar, bevor die Situation eintritt? Zum Beispiel kann jemand, der mit Wut kämpft, bemerken, dass sich das Gesicht heiß anfühlt oder die Stimme zittert, bevor Emotionen voll vom Klienten Besitz ergreifen. Mit Abschluss des zweiten Schrittes hat Ihr Klient den Grundstein für ein Kernwerkzeug der kognitiven Umstrukturierung gelegt. Die Gedankenaufzeichnung. Die Gedankenaufzeichnung ist ein Werkzeug zum Aufzeichnen von Erfahrungen mit den begleitenden Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen. Diese Übung wird Ihren Klienten helfen, sich der kognitiven Verzerrung bewusst zu werden, die vorher unbemerkt und unbestritten waren. Mit etwas Übung werden Sie lernen, kognitive Verzerrungen sofort zu erkennen und sich ihnen zu stellen. Um dies umzusetzen, können Sie eine Tabelle verwenden. Jede Zeile symbolisiert den Gedanken, der je eine Situation darstellt. Die Überschriften für jede Spalte umfassen die Situation, Gedanken, Gefühle, Konsequenzen und manchmal alternatives Denken. Im Idealfall wird jede Zeile kurz nach Ende einer Situation, in der kognitive Verzerrungen wahrgenommen werden, ausgefüllt. Bei der Überlegung zu alternativen Gedanken geht es nicht darum, extrem positiv zu sein, sondern um fair zu sein. Es ist in Ordnung zu erkennen, wenn eine Situation schlecht ist, wobei die Übertreibung einer schlechten Situation vermieden werden sollte. Wenn man die kognitiven Verzerrungen anderer Menschen betrachtet, scheinen sie leicht widerlegbar zu sein. Egal wie sehr dein Freund glaubt, dass er der schlimmste Mensch aller Zeiten ist, man selbst weiß, dass es nicht stimmt. Wenn es um die eigenen kognitiven Verzerrungen geht, ist es sehr viel schwieriger, diese zu überwinden. Deshalb bleiben sie oft bestehen, weil die Menschen an eigene kognitive Verzerrungen glauben, egal wie ungenau sie sind.